Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly-Vlog von mir. Ich bin endlich wieder fit. Das, was ihr gerade gesehen habt, ist von gestern. Und zwar haben wir gestern nämlich schon einen Tannenbaum gekauft, aber irgendwie gab es da nicht mehr zum Filmen. Also ich habe dann nur was für die Uni gemacht. Und ist eine Spinne. Nee, eine Taube. Ist ja fast gleich groß. Taube und Spinne. Naja, jetzt bin ich auch schon fertig gemacht, weil ich jetzt auch zur Uni fahre. Weil ich in eine Sprechstunde gehe und danach werde ich direkt arbeiten gehen. Morgen kommt der Robert und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Also ich war vorhin arbeiten, bin nach Hause gefahren, habe mir was zu essen gemacht, habe mich auf die Couch gesetzt wie so ein Penner in meinen gemütlichen Anziehsachen, so wie ich jetzt zu Hause rumrenne. Auf einmal klingelt es an der Tür. Papa hat die Tür aufgemacht und der hat dann halt keine Reaktion so. Also ich höre das immer, wenn halt jemand die Tür aufmacht, dann sagt man ja immer, ach, hallo oder keine Ahnung. War aber keine Reaktion. Und dann habe ich so eine Millisekunde gedacht, ist das der Robert? Aber der wollte erst morgen kommen. Dann ruft der Vater, Kathi, guck mal, da ist jemand, kenne ich nicht. Und dann renne ich runter und dann steht der Robert einfach im Flur. Buh. Hi. Da ist er. Ich werde an dieser Stelle meine Reaktion einspielen. Viel Spaß. Hallo ihr Lieben. Ich bin jetzt gerade von München nach Recklinghausen gefahren und ich werde jetzt mal die Kathi überraschen, weil die denkt, ich komme erst morgen. Mal schauen, ich nehme euch mal mit. Kathi? Kommst du mal eben? Hier ist einer, ich kenne ihn nicht. Morgen! Wow! Wow! Was hat denn WDR 5? Alle Jahre wieder. Schatz, bitte! Wir sind gerade auf dem Weg in die Stadt, weil ich ja noch Weihnachtsgeschenke kaufen muss. Die Krankheit hat mich eine Woche zurückgeworfen. Sonst hätte ich schon alle gehabt. Vielleicht. Naja. Ja. Naja, und Robert muss dann halt das eine oder andere mal weggucken, wenn ich in einen Laden reingehe. Genau, und dann gehen wir natürlich noch auf den Weihnachtsmarkt, da essen wir dann was. Da muss ich heute noch arbeiten. Blöd. Aber wat mut dat mut. So, wir sind jetzt gerade bei C&A. Der Robert ist gerade in der Umkleide. Da sind seine Füße. Weil ich für ihn ganz schöne Sachen gefunden habe. Voll geil, ey. Tu mal die Kette rein. Also, Robert und ich sind an der Uni, wie ihr gerade gesehen habt. Warum? Weil wir im Reisebüro waren. Aber wir erzählen jetzt noch nichts, weil wir haben etwas reservieren lassen. Und morgen werden wir dann nochmal ins Reisebüro gehen hier und dann mal gucken, ob wir es buchen. Also alles weitere morgen. Ist mega gruselig hier. Vielleicht wart ihr hier schon mal. Hier kann man auf jeden Fall einen guten Horrorfilm drehen. Herzlich willkommen zu einem neuen Tag. Das war ein bisschen leiser. Also Robert und ich waren heute nochmal im Reisebüro. Haben eine Reise gebucht! Und zwar geht es für uns nächstes Jahr erst nach Australien und dann nach Neuseeland. Wir haben an der Uni, da gibt es ja dieses Reisebüro, da haben wir gebucht, was auch eigentlich zu empfehlen ist, ne? Ja. Top-Beratung und so. Jetzt fahren wir erstmal wieder nach Hause, weil ich noch ein Weihnachtsgeschenk, was heute Abend fertig sein muss, fertig machen muss. Und dann gehe ich nämlich heute Abend mit meinen Mädels chinesisch essen und der Robert, der muss zu Hause bleiben, was anderes machen. Heute ist nur Mädelsabend. Ich muss fertig werden.
Also das ist das Geschenk, was ich bis heute Abend noch fertig kriegen muss. Aber der Knäuel ist schon fast leer, also... Ja, Weihnachten ist schon vorbei jetzt. Ein Tag. Während der Feiertage habe ich halt nicht gefilmt, weil da waren wir halt mit der Familie zusammen und dann finde ich das immer doof. Du auch? Kinder des Teufels. Oh, rot. 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 Also, wir sind jetzt schon wieder in München. Robert und ich. Wir sind nämlich über Silvester... bei ihm. Genau. Und ich wollte den Vlog eigentlich jetzt auch nur beenden, weil ich den nächsten quasi jetzt dann anfange. Crazy. Ein nahtloser Übergang. Quasi. Ja, genau. Okay, dann rede ich jetzt gar nicht um den langen heißen Brei herum. Wir hoffen, dass euch der Vlog gefallen hat. Wenn ja, dann ding, ding, ding. Ding, ding. Genau, dann könnt ihr euch noch den letzten Vlog angucken und mich abonnieren, selbstverständlich, damit ihr keinen mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Boah, ey, guck, wie rot ich bin.